Heute ist die letzte Vorlesung im Bereich der Berechenbarkeitstheorie. Ab Donnerstag machen wir Komplexität, den letzten Teil der Vorlesung. Heute gibt es eine ganze Reihe an losen Enden noch abzubinden, um die Gedanken der letzten paar Vorlesungen zu Ende zu bringen. In der Vorlesung Nummer 16, letzten Donnerstag, haben wir festgestellt, dass die Idee einer Turing-Maschine äquivalent repräsentierbar ist durch die sehr konkrete Programmstruktur von While- und auch Go-To-Programmen, wie Sie sie aus Ihren Programmiersprachen kennen. Das heißt, wir wissen jetzt, dass wenn Sie eine Programmiersprache haben, die eine While-Schleife erlaubt, dass Sie damit alles machen können, was eine Turing-Maschine kann. Und umgekehrt auch, dass eine Turing-Maschine alles, genau das alles kann, was eine While-Schleife kann. Das ist also zwei verschiedene Arten sind, über die gleiche Art von Berechnung nachzudenken, obwohl die scheinbar sehr unterschiedlich aufgebaut sind. Sie sehen auf den ersten Blick ganz anders aus, es stellt sich aber heraus, es ist genau die gleiche Art, eine Rechnung durchzuführen, im Sinne von Äquivalenz von Berechnungen. Wir haben uns auch Vorschleifen angeschaut, die Sie ja so im Programmieralltag als was anderes wahrnehmen, also eigentlich das Gleiche wahrnehmen wie While-Schleifen, aber zumindest in ihrer formalen Art haben Vorschleifen diesen subtilen Unterschied, dass man zu Beginn der Schleife entscheidet, wie lange die Schleife laufen wird und dann am Ende endet. Das heißt, Vorschleifen enden immer. Sie halten immer. Und wir wissen ja, dass Turing-Maschinen diese Möglichkeit haben, nicht zu halten. Da stellt sich die große Frage, ich habe schon so ein bisschen vorgewarnt, dass Vorschleifen irgendwie schwächer sind als While-Schleifen. Ich habe aber nicht so richtig erklärt, warum. Ich habe nur gesagt, naja, unendliche Schleifen sind halt unmöglich in Vorschleifen. Aber gut, wer will schon unendliche Schleifen realisieren? Die sind ja langweilig. Das ist einfach eine Maschine, die immer vor sich hin rechnet und nie was tut. Die spannende Frage dahinter ist, warum brauchen wir eigentlich in Turing-Maschinen und in While-Schleifen diese Möglichkeit, dass eine Rechnung nie endet? Die wirkt ja auf den ersten Blick wie was total Unnötiges, was Verschwenderisches, das erzeugt Komplikationen, dieses Halteproblem und so. Ist es denn wirklich nötig, Funktionen so aufzuschreiben, dass man nicht weiß, ob sie enden? Gibt es nicht Berechenbarkeitsmodelle, in denen wir immer wissen, dass eine Rechnung enden wird? Mit dieser Frage wollen wir uns heute beschäftigen, zumindest hoffentlich in der ersten Hälfte der Vorlesung. Mal schauen, wie schnell ich damit durchkomme. Und das werde ich versuchen, im direkten historischen Kontext zu machen. Einmal mehr, weil es zwei von Ihnen sich gewünscht haben, ein paar Slides mit alten, bärtigen, grauen, schwarz-weißen Männern und auch einer Frau, über die ich eine Weile reden werde. Das Ganze fängt wieder an, einmal mehr, mit David Hilbert, da ist er wieder, mit seinem Programm aus dem Mathematikerkongress 1900, damals natürlich nicht alleine die Meinung von vielen Mathematikern und Mathematikerinnen wiedergegeben hat, dass die Mathematik, die zu diesem Zeitpunkt, so um die Jahrhundertwende herum, 1900, immer noch eine Wissenschaft war, die sich zu großen Teilen auf sehr antike Ideen berufen hat, bis zurück zu Aristoteles, dass die in manchen Teilen nicht sauber genug war, dass sie nicht axiomatisch genug war, dass sie nicht präzise genug aufgeschrieben war und man sich deshalb nicht sicher sein konnte, dass all die Aussagen, die im quasi tagtäglichen mathematischen Alltag so verwendet wurden, tatsächlich eigentlich stimmten. Was genau ist eigentlich ein Beweis? Wie kann man den so formulieren, dass er wirklich zuverlässig ist? Und eine der zentralen Fragen, die er dazu gestellt hat, ist, ob es möglich ist, mit sogenannten finiten Methoden, also einem Formalismus, der nur endliche Mengen verwendet, die Widerspruchsfreiheit der Mathematik zu beweisen. Damals ging es vor allem um den Kontext von finiten Mengen, also da hat man sich gefragt, ob diese kantorsche Definition von Unendlichkeit, ob die irgendwie nicht gefährlich ist, das Reden über unendlich und verschiedene Arten von unendlich als manifestes Objekt, ja, also das tatsächlich Unendlichen, wenn man so will. Sie sehen aber vielleicht aus dem Kontext der heutigen Vorlesung raus, dass da drin auch irgendwo diese Frage versteckt ist nach dem Halten. Ob es eigentlich möglich ist, eine Rechnung durchzuführen, wenn man von vornherein weiß, dass man sie für eine bestimmte Anzahl Schritte durchführen wird. Oder ob es notwendig ist, damit zu leben, dass man zu Beginn der Rechnung noch nicht weiß, ob sie jemals fertig wird.
Warum wollte Hilbert diese Art von Methoden? Naja, weil um dieselbe Zeit herum diese Paradoxien in der Mathematik immer prominenter wurden. Wir haben das Beispiel gesehen von Russells Paradox, dass es also bestimmte Mengen gibt, die man zwar aufschreiben kann, dass es irgendwie so einfach ist, so einen String hinzuschreiben, wie die Menge aller Mengen, die sich selber nicht enthalten, und dass das aber dann zu Widersprüchen führt. Das ist eine relativ einfache Art zu zeigen, dass es Propositionen gibt, die man nicht einfach so hinschreiben darf. Man darf zwar die Symbole hintereinander schreiben, also man kann die zwar hintereinander schreiben, aber daraus folgt noch nicht, dass das ein wohlgeformter Satz ist, der tatsächlich auch eine widerspruchsfreie Aussage erzeugt. Dass man also vorsichtig sein muss. Um diese Zeit herum haben deshalb eine ganze Reihe an Mathematikerinnen und Mathematikern sich damit beschäftigt, zu versuchen, auch die elementarsten Formen der Mathematik, und das war damals vor allem die Arithmetik, also die Rechenregeln von natürlichen Zahlen, auf eine sehr saubere Basis zu setzen, zu stellen. Und das Berechnungsmodell, Sie müssen sich einmal wieder vorstellen, das war in den 1920ern vielleicht, ja, da war noch nichts mit Computern und also da war auch noch nicht Alan Turing und so, ne? Das war alles noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Da hat man wirklich noch versucht, das Berechnungsmodell als etwas, das der Mensch verwendet, um eine Rechnung durchzuführen, zu definieren. Und da spare ich mir jetzt gleich mal zwei Slides. Da entstand ein Berechnungsmodell, das auf dem Titelbild der Vorlesung steht, rekursive Funktionen, die direkt motiviert waren aus dem Versuch heraus, die komplette Arithmetik auf eine finitistische, axiomatische Basis zu stellen. Also aus unserer heutigen Sicht würde ich sagen, tatsächlich der Versuch, ein Berechnungsmodell zu schreiben, das kein Halteproblem hat. Das also, wo jede Rechnung von vornherein eine endliche Länge hat. Und die werden wir jetzt einmal uns anschauen. Und ich warne schon mal vor, ich werde da ziemlich zackig durchgehen, damit wir den Weg dadurch finden und werde dabei viele Details weglassen und Sie versuchen, darauf hinzuzeigen, wo die entscheidenden Punkte sind für Sie. So trotzdem recht schnell gehen müssen. Wir werden über Funktionen sprechen. Sie haben gehört, rekursive Funktionen sind also Abbildungen und es sind typischerweise immer Abbildungen von direkten Produkten der natürlichen Zahlen, also aus diskreten Mengen, aus Gitterpunkten auf die natürlichen Zahlen. Wir nennen die k-stellige Funktionen. Wir gehen übrigens hier immer davon aus, dass die Null zu den natürlichen Zahlen dazugehört. Hier ist die Definition der rekursiven Funktion und die stammt übrigens in dieser Form von ihr, von Roja Peter, einer ungarischen Mathematikerin, die ein unglaublich schwieriges Leben gehabt haben muss, denn sie hat so ziemlich alles kombiniert, was man an Pech in der Geburt haben kann. Sie ist, hat ihre hauptproduktive Phase gehabt, mitten während des Vorkriegs- und Zweiten Weltkriegszeit. Sie kam aus Ungarn, sie war Jüdin und außerdem auch noch eine Frau. Das heißt, zu der Zeit war das tatsächlich sehr, sehr schwierig, da produktiv Mathematik zu machen in dieser Umgebung. Dennoch hat sie fundamentale Beiträge zu den Grundlagen, den philosophischen und logischen Grundlagen der Mathematik geliefert und wurde dann auch fast ihre ganze Familie im Holocaust verloren, blieb aber in Ungarn, ist nach dem Zweiten Weltkrieg in Ungarn Professorin geworden und hat ihr ganzes Leben lang bis ins hohe Alter hinaus unterrichtet an Universitäten in Ungarn, damit wahrscheinlich auch eine Basis für die Exzellenz der ungarischen Mathematikausbildung gelegt und unter anderem ein populäres Buch geschrieben, das Spiel mit dem Unendlichen. Und ihr größter Beitrag war zu der Entwicklung der sogenannten rekursiven Funktion. Was wir jetzt tun werden, ist, wir machen es dieses Mal andersrum als letzte Woche. Letzten Donnerstag habe ich erst while dann vorgemacht. Was wir jetzt sehen werden, ist quasi die umgekehrte Richtung. Wir fangen an mit der historischen Definition, nämlich dem Versuch, rekursive Funktionen zu definieren, die kein Halteproblem haben. Und das sind die sogenannten primitiv-rekursiven Funktionen. Die sind so definiert. Und Sie sehen jetzt vielleicht, ich helfe Ihnen direkt einmal von oben nach unten, einmal das schnell zu parsen. Sie sehen, dass es hier ganz klar darum geht, die Arithmetik der Mathematik, also die auf den natürlichen Zahlen zu formalisieren. Deswegen sind die Strukturen der natürlichen Zahlen hier drin total eingebacken. Sie sehen überall Peano-Axiome durch diese Definition hindurch. Also, was ist eine primitiv-rekursive Funktion? Zunächst einmal ist die konstante Funktion, die immer auf die Null abbildet, eine primitiv-rekursive Funktion. Da fängt die ganze Definition an. Wir fangen an mit so einer elementaren Aussage. Und dann folgen drei vergleichsweise, sage ich mal, harmlose oder einsichtige Strukturen. Nämlich, wir wollen was auf den natürlichen Zahlen machen. Deswegen ist die durch die Peano-Axiome definierte Nachfolgerfunktion auch eine primitive Funktion. Also eine primitiv-rekursive Funktion, also eine Funktion, die jede natürliche Zahl auf ihren Nachfolger abbildet.
die es also sagt, wie der Nachfolger heißt, wenn Sie so wollen, von der natürlichen Zahl oder umgekehrt, die sicherstellt, dass jede natürliche Zahl einen Nachfolger hat. Außerdem sind die sogenannten Projektionsfunktionen, wir könnten auch sagen die Auswahloperatoren, die aus einer endlichen Menge ein Element auswählen, aus den Variablen, primitiv, rekursiv, wichtig ist die Endlichkeit hier, die Komposition von primitiv-rekursiven Funktionen, das heißt, wenn Sie zwei primitiv-rekursive oder einen Satz an primitiv-rekursiven Funktionen f und viele g's haben, dann können Sie g anwenden auf einen Satz an Variablen und die dann hintereinander schreiben und dann eine gemeinsame Funktion von all denen auswerten und das eine neue Funktion nennen, dann ist das immer noch eine primitiv-rekursive Funktion. Es ist also erlaubt, Funktionen miteinander zu komponieren. Und dann kommt das Business End des Ganzen, das, was quasi den ganzen Prozess zu einem Berechnungsmodell macht. Und diese Definition steht hier, die müssen wir uns gleich nochmal in Ruhe anschauen. Da gehen wir dann nochmal zwei Slides lang durch. Hier steht sie erstmal. Angenommen, wir haben zwei schon per Induktionsannahme bekannt primitiv-rekursive Funktionen g und h. Was die sind, werden wir gleich merken. Die haben eine gute Intuition und intuitive Bedeutung. Dann ist auch die folgende Funktion f, die aus ihnen entsteht, primitiv-rekursiv, welche diese Eigenschaft hat. Nämlich es ist eine Funktion, die k plus 1 wertig ist, wenn die Originalfunktionen k und k plus 2 wertig sind, die Eigenschaft hat, dass wenn wir ihr erstes Argument auf 0 setzen, dass dann g ausgewertet wird und dass ansonsten für alle Nachfolger von natürlichen Zahlen die Funktion h ausgewertet wird, auf dem Wert von f ihres Vorgängers mit dem Wert des Vorgängers und den anderen Werten von x. Es ist erstmal eine sehr kryptische Art, sowas zu definieren. Was hier auf der Slide steht, was diese Operation definiert, ist die Idee der Induktion. Oder andersrum gelesen, die Idee der Rekursion. Und Rekursion ist natürlich was in der Informatik heutzutage Ihnen schon bekannt ist, auch als Programmierprinzip. Ja? Und das bildet sich direkt ab auf die Beweisidee aus der Mathematik der induktiven Aussage. Hier ist nochmal eine Slide, die genau diese eine Definition rausgreift, jetzt nochmal als Block, da steht es hier nochmal, und überlegt, was da genau eigentlich steht. Da steht, wie Induktion funktioniert. Nämlich Induktion, Sie wissen aus dem ersten Semester, besteht daraus, dass man eine Annahme macht und die Induktionsannahme ist in der Funktion g kodiert. Man sagt also, es gibt einen bestimmten Wert dieser Funktion am Anfang des Prozesses für den Wert 0. Und wenn wir diese Funktion g und h haben, dann können wir daraus eine Funktion auf allen natürlichen Zahlen bauen, nämlich durch diese beiden Regeln. Das hier ist die Induktionsannahme und das hier ist der Induktionsschluss. Wir bauen einen neuen Wert der Funktion für den Nachfolger der natürlichen Zahl n, indem wir den Wert der vorherigen der Funktion auf ihrem Vorgänger auswerten und dann noch irgendwas mit den anderen Sachen machen, die halt zu dem Zeitpunkt zur Verfügung stehen und darauf eine Funktion f auswerten. Ein Beispiel dafür ist die Funktion plus. Vielleicht so offensichtlich die erste Funktion, die man sauber definieren möchte, wenn man versucht, die Arithmetik auf axiomatische Basis zu stellen. Ja, also die Addition von zwei natürlichen Zahlen. Die kann man primitiv-rekursiv definieren, genau in dieser Form. Also, da gibt es zum einen die Funktion g, die ist die Identität. Also die Addition von 0 und x ist x. Das heißt, die Funktion g ist die Funktion, die ist einwertig und sie gibt einfach x sich selbst zurück, die Identitätsfunktion. Und für alle Nachfolger von natürlichen Zahlen, also für alle natürlichen Zahlen 1, 2, 3 und so weiter, aber nicht für die 0, gilt, dass die Funktion h, wenn wir so wollen, die Identität oder die Auswertung der Nachfolgerfunktion auf dem Plus ist. Auch im Prinzip die Identität mit der Nachfolgerfunktion. Ja, also hier, warum? Ja, weil, n plus 1 plus x ist n plus x plus 1. Das hier ist der Nachfolger von n plus x. Also hier drüben steht der Wert der Plusfunktion für den Vorgänger und der wird um 1 weitergeschoben, um den Nachfolger zu bauen. Und das ist erlaubt, weil wir hier im Prinzip eine Projektion machen. Das ist aus der Definition, der sehr axiomatischen Definition der
primitiv rekursiven Funktionen. Das heißt insbesondere die Identitätsfunktion, also die Auswahl von einem einzigen Element einer Funktion, ist eine primitiv rekursive Funktion. Die Nachfolgerfunktion S ist eine primitiv rekursive Funktion und hier wird diese rekursive, primitiv rekursive Form direkt verwendet. So, was, das ging alles sehr schnell, was Sie hier versuchen sollten zu verstehen, ist, dass erstens, wo kommt das Ganze historisch her? Das ist der Versuch, die Arithmetik auf eine axiomatische Basis zu stellen. Also sehr präzise, mit möglichst wenig Annahmen und ausschließlich Aussagen über endliche Anzahl an Schritten, endliche Mengen, die Regeln der Arithmetik auf natürlichen Zahlen zu konstruieren. Plus, Mal und so weiter. Sie können sich vorstellen, dass die Multiplikation genauso funktioniert, weil die kann man ja wieder über Plus definieren. Wenn wir wissen, dass Plus primitiv rekursiv ist, dann können wir das benutzen, um daraus die Multiplikation zu bauen. Und wichtig ist dabei, dass das hier Operationen sind, die für jede endliche natürliche Zahl gelten und immer durchführbar sind. Anders gesagt, und das ist jetzt hier vielleicht nicht so offensichtlich, deswegen habe ich nochmal eine Slide dafür gemacht, ist da drin versteckt die Tatsache, dass wir davon ausgehen, dass wir den Wert der Funktion für jede beliebige natürliche Zahl in genau n Schritten, also für jede beliebige Zahl n, in genau n Schritten durchführen können. Dass wir also wissen zu Beginn der Rechnung, wie viele Schritte wir durchführen wollen. Und deswegen wird sich herausstellen, dass tatsächlich die primitiv rekursiven Funktionen genau zu den Vorberechnungsmodellen gehören. Also das, was 1920 primitiv rekursiv hieß, heißt heute, 2024, 100 Jahre später, Vorschleife. Das ist die gleiche Idee. Und dass das tatsächlich die gleiche Idee ist, werden wir gleich zeigen. Die beiden Berechnungsmodelle sind nämlich tatsächlich äquivalent zueinander. Zunächst mal eine Intuition dafür. Also hier habe ich nochmal diese Aussage dieser rekursiven Konstruktion. Wenn wir den Wert der Funktion f auf der natürlichen Zahl n wissen wollen, n ungleich 0, dann ist die natürliche Zahl n hat ja einen Vorgänger, sie ist der Nachfolger von einer natürlichen Zahl. Und wir wissen, wie wir diese Funktion berechnen, nämlich indem wir sie selber auf ihrem Vorgänger auswerten. Und dessen Definition natürlich ist wieder auf ihrem Vorgänger definiert und auf dessen Vorgänger und auf dessen Vorgänger, bis wir bei der Null ankommen und da verankern wir die Rekursion in dem Rekursionsende oder im Rekursionsanfang, wenn Sie so wollen. Das ist also genau die Struktur, die Sie auch als Programmierstruktur kennen, aus der Algorithmenvorlesung, aus der Informatik 2 vielleicht, ich weiß es nicht, oder Informatik 1, also rekursive Programme. Da steht hier immer, if Ende von der Rekursion, dann g, und ansonsten irgendwas vom Vorgänger, irgendeine Funktion auf und dann geht die Rekursion weiter. Und damit ist klar, dass wir wissen, dass wir, um diese Funktion für die Zahl n zu berechnen, genau n mal die Funktion h auswerten müssen. Und da ahnen wir schon, das geht mit einer Vorschleife, weil wir zu Beginn schon wissen, dass wir genau n mal einen Prozess durchführen müssen. Also diese Art von Rekursion, diese primitive Form der Rekursion, durch eine Vorschleife darstellbar ist. Wir können das auch als Satz formulieren. Wir können sagen, die primitiv rekursiven Funktionen, die da so 1920 für die Zwecke der Mathematik, der Arithmetik erfunden wurden, die sind genau äquivalent zu der Menge der vorberechenbaren Funktionen. Das heißt, sie sind aus moderner Sicht genau durch Vorprogramme dargestellt. Wie zeigen wir das? Da werde ich jetzt recht schnell gehen, ja, und drüber hinwegspringen, aber Ihnen die grobe Idee geben davon, wie man so einen Beweis führt. Das ist auch wieder diese Art von Situation, die wir jetzt schon mehrfach in dieser Vorlesung erlebt haben, zum Beispiel bei den regulären Ausdrücken und natürlich auch wieder bei den While- und den Vorprogrammen bei verschiedenen anderen vorher auch. Wir haben diese rekursive Definition, induktive Definition von einer Menge an Ausdrücken, an Termen. In diesem Fall waren es da oben diese elementaren primitiv rekursiven Funktionen, die konstante Funktion und so weiter. Und dann am Ende der operative Teil, die rekursive Operation. Bei den Vorprogrammen, erinnern Sie sich, haben wir definiert das Plus und Minus und die Zuweisung von Konstanten. Vorprogramme sind, dass das hier die einfachen Ausdrücke der Vorprogramme sind
und dann zusätzlich noch diese beiden interessanten Operationen definiert, nämlich die Verkettung von zwei Vorprogrammen und die Vorschleife selber. Jetzt haben wir also auf zwei Seiten so eine Struktur, wo was Einfaches ist und dann das Business End. Und genau diese beiden Strukturen müssen wir aufeinander abbilden. Wie machen wir das? Ja, zunächst mal zeigen wir induktiv, per strukturelle Induktion, dass diese einfachen Ausdrücke des Vorkalküls, dass das alles rekursive Funktionen sind. Also zunächst erstmal vielleicht einen Schritt zurück. Wir zeigen es natürlich in zwei Schritten. Wir zeigen erst einmal, dass alle vorberechenbaren Programme primitiv rekursiv sind und dann zeigen wir umgekehrt, dass alle primitiv rekursiven Berechnungen oder alle primitiv rekursiven Funktionen vorberechenbar sind. Also erstmal so rum. Für vorberechenbar fangen wir an mit den einfachen Ausdrücken, überzeugen uns, dass die alle primitiv rekursiv sind. Ich habe das gerade gemacht für Plus, ja, schon auf der vorherigen Slide. Stand, dass die Operation plus eine primitiv-rekursive Funktion ist. Es ist auch klar, dass die Auswahl, also die konstanten Funktionen, eine primitiv-rekursive Funktion sind. Können Sie sich vielleicht überzeugen, wenn Sie noch mal ein paar Slides zurückgehen. Naja, und dass das Minus auch möglich ist, das glauben Sie mir hoffentlich einfach. Das ist ja eine relativ einfache Variante von plus. Ja, hat auch diese rekursive Eigenschaft. So, das heißt, der Teil ist einfach und jetzt kommt der induktive Teil. Wir müssen also jetzt die beiden interessanten Teile des Vorkalküls abbilden. Und dazu brauchen wir Verkettung und die Vorschleife. Die Verkettung ist ziemlich einfach. Ja, da geht es um dieses Programm. Ich habe das immer so gelb hinterlegt für Computerprogramme, für Vorprogramme. Nacheinander durchführen sind im Prinzip genau die Komposition. Das ist genau dieses G2 von G1. Und nach Axiom ist diese Verkettung, diese Komposition auch eine primitiv-rekursive Operation. Das heißt, der Teil ist einfach. Und spannend wird es jetzt genau bei dieser rekursiven Operation. Und da muss man im Prinzip drauf schauen, dass die Schwierigkeit hier ist, dass man eigentlich jetzt sehr genau definieren müsste, was eigentlich eine Vorschleife ist. Und das werde ich hier nicht machen, weil dann wird es auch total trocken. Aber wenn Sie hier drauf schauen, dann können Sie sich vorstellen, dass diese beiden Funktionen, die auf der vorherigen Slide für die Definition von rekursiven Funktionen G und H hießen, dass die genau die Initialisierung der Variablen der Vorschleife und der Schritt, die Schleife der Vorschleife sind. Also G ist die Initialisierung und H ist die Schleife selbst. Warum? Was ist eine Schleife? Das ist die Auswertung der Funktion auf dem Wert aller Variablen nach dem Ende des letzten Schleifendurchlaufs. Also wir haben die Sachen, die am Anfang mit eingegeben werden, und allem dem, was die vorherigen Läufe der Schleife gemacht haben. Das ist das Maximum dessen, was zur Verfügung steht, zum Zeitpunkt der Durchführung der N plus ersten Schleifenlaufs. Ja? Ein paar Menschen nicken. Leider werde ich heute, glaube ich, damit zurechtkommen müssen, dass nicht alle immer ständig nicken und voll dabei sind. Wenn Sie den Beweis nicht direkt verfolgen können, dann nehmen Sie die Botschaft 1 oben drüber wahr. Da gibt es diese historische Idee der primitiven Rekursion, die irgendwas mit Arithmetik zu tun hat. 2024 nennen wir die genau Vorprogramme. Und jetzt müssen wir den Beweis natürlich noch andersrum machen. Wir müssen zeigen, dass primitiv rekursiv auch gleich vorberechenbar impliziert. Wenn Sie dem Beweis hier folgen konnten soweit, dann ahnen Sie vielleicht, dass das relativ einfach ist. Sie müssen im Prinzip all diese Argumente genau andersrum lesen. Und das ist relativ einfach, weil die beiden Muster so nah beieinander sind. Auf der einen Seite immer, oder auf beiden Seiten steht immer oben, was ein Induktionsanfang, einfache Ausdrücke und dann zwei interessante Aspekte für die Verkettung von diesen Basisausdrücken, also sowas Induktives. Und die sind zueinander ziemlich genau gematcht, das heißt, man kann das Argument einmal so rum machen. Ich sehe einzelne Menschen nicken, das reicht mir in dem Fall. Ja. So, und das heißt, jetzt sind wir an dem Punkt auch angekommen, historisch, wo wir verstehen können, was Mathematikerinnen und Mathematiker wie Roger Peter 1924 ungefähr sich überlegt haben, als sie versucht haben, was wir aus heutiger Sicht sagen würden, Turing-Maschinen zu bauen, die immer anhalten. Ja, also Rechnungen durchzuführen, die ausschließlich Vorschleifen benutzen, von denen man immer zu Beginn schon weiß, wie lange sie laufen werden. Und die sind relativ weit damit gekommen und ganze große Teile der Arithmetik damit sehr gut definiert. Und zwar so eine Art Forschungsprogramm, ja, um Hilberts,
Hilberts Programm zu verfolgen und die ganze Arithmetik auf axiomatische Füße zu stellen. Und dann kommt der große Knaller, ungefähr 1928, von diesem Herrn hier, Wilhelm Ackermann, dessen, muss man sagen, quasi großer Beitrag zur Mathematik genau diese eine Funktion war. Mehr außenrum hat er nicht so viel gemacht. Er war ein Assistent von Hilbert. David Hilbert hat auch ein Buch mit Hilbert zusammengeschrieben, zu einem Zeitpunkt, wo Hilbert schon so alt war, dass man das Buch für ihn quasi schreiben musste. Er wurde aber selber, seine akademische Karriere war eher so assistierend. Er war Gymnasiallehrer in Lüdenscheid, einem Gymnasium, und ist nie Professor geworden, weil Hilbert ihn wohl nicht so richtig gelassen hat. Hilbert war der Meinung, dass Akademiker so mönchartig sein sollten, und als Ackermann geheiratet hat und sogar ein Kind bekommen hat, hat er gesagt, ja, da braucht er auch nicht mehr Professor werden. Eine andere Zeit. Er ist aber auch ein bisschen eine schwierige Person. Er ist dann gleich 1933 bei erster Gelegenheit der NSDAP beigetreten und so. Also, man weiß nicht so richtig. Komplizierte Situation. Aber was er gemacht hat, ist, er hat diese eine Funktion geliefert, bewusst konstruiert, nach der er quasi gesucht hat, um ein Beispiel zu finden für eine Funktion, die nicht vorberechenbar ist. Die wir also mit einer Vorschleife nicht berechnen können, die aber trotzdem explizite Werte hat. Die ist nicht einfach nur eine unendliche Schleife, die immer weiterläuft. Und hier steht diese Funktion. Das ist genau genommen nicht die Funktion, die Ackermann aufgeschrieben hat. Dessen Funktion hatte drei Werte hier. Also hier drin standen nicht zwei Sachen in der Klammer, sondern drei. Diese Version stammt von Roger Peter, der bereits genannten ungarischen Mathematikerin, die da so ein bisschen aufgeräumt hat in seiner Notation und das etwas verständlicher gemacht hat, auch für ihre Studierenden. Sie sieht so aus, und auch auf den ersten Blick ist diese Funktion hier schwer zu interpretieren, deswegen müssen wir da mal kurz ein bisschen drüber nachdenken, was die eigentlich ist. Aber sie hat quasi drei Zeilen, ne, ist eine Funktion, die immer ein Paar aus zwei natürlichen Zahlen abbildet. Und Sie sehen einfach erstmal auf den ersten Blick vielleicht, dass diese Definition selber rekursiv ist. Also, wenn der erste Index, die erste Variable 0 ist, die erste Eingabe, das erste Argument von A, dann ist sie einfach das zweite Argument plus 1. Das heißt, es ist die Nachfolgerfunktion. Wir fangen also an mit der Nachfolgerfunktion als Startpunkt. Und dann, das erste Argument, was anderes als 0 ist, aber das zweite Argument 0 ist, dann haben wir so eine direkte Rekursion auf den Wert der Funktion vom Vorgänger. Also auch hier eine vergleichsweise einfache Struktur. Und wenn beide nicht 0 sind, dann ist es so eine doppelte Rekursion, wenn Sie wollen. Also wir werten A auf seinem Vorgänger und seinem eigenen Wert auf dem Vorgänger aus. Was ist das genau? Das ist erstmal nicht so intuitiv klar, aber vielleicht erstmal, das sieht nach einer vergleichsweise einfachen Funktion aus. Ja, das ist nicht so was, was ist nicht irgendwie super esoterisch. Es sind nur so -1-Terme überall. Ja? Natürliche Zahlen, -1. Okay, muss das so richtig schlimm, kann es ja irgendwie gar nicht sein. Es ist aber doch ganz schön schlimm. Hier ist nochmal zwei Slides zur, sagen wir mal so, Appreciation der Ackermann-Funktion. Hier oben steht sie nochmal. Das sind die gleichen Zeilen nochmal übernommen, damit man sich irgendwie drauf gucken kann. Und eine erste Sache, der man sich überzeugen kann, ist, dass diese Funktion unglaublich schnell wächst. Vor allem in ihrem, also in beiden Argumenten eigentlich. Ja. Wenn man sich diese Definition anguckt, dann kann man sich überzeugen, das dauert ein bisschen, können Sie das irgendwann anders machen, dass wenn x gleich 1 ist, also wenn das erste Argument gleich 1 ist, dann ist der Wert der Funktion y plus 2, das schaut irgendwie harmlos aus. Wenn es 2 ist, dann ist es 2 mal y plus 3. Wenn es 3 ist, dann ist es schon 2 hoch y plus 3. Oh oh. Und für es 4 ist, dann ist es so eine ganz verrückte Funktion, diese Tower-Funktion, die 2 hoch 2, 2 und so weiter, auf y mal 2 zu seiner eigenen Potenz genommen, abbildet minus 3 in diesem Fall. Und da ahnt man schon, dieses plus 3, minus 3, das ist irgendwie ein bisschen, da hat irgendjemand nicht so genau aufgepasst mit der Notation. Der Grund, warum die so strukturiert ist, ist, dass danach die Beweise einfacher sind. Eine andere Art, über diese Funktion nachzudenken, stammt wieder von Donald Knuth. Es gibt eine Definition der Ackermann-Funktion, die hier so mit A-Tilde dargestellt ist, die ganz leicht anders aussieht.
Die liefert eine klarere Einsicht darauf, was die Struktur dieser Funktion ist, nämlich so eine Art Hyperoperation auf den arithmetischen Operationen, wenn Sie so möchten. Also a von 1y ist 2 mal y, a von 2y ist 2 hoch y, und Donald Knuth hat es dann mit einem Pfeil geschrieben, a3 von y ist 2y mal zu sich selbst exponentiert, das ist der doppelte Pfeil, und a von beliebiger natürlicher Zahl y ist, naja, diese Struktur hoch x. Und da hört man quasi, also ab 4 kann man sich schon nicht mehr vorstellen, was das ist. Ja, aber Sie wissen noch so aus der Grundschule, ne? Multiplikation ist zur Addition wie Potenz zur Multiplikation. Diese Tower-Funktion da drüben, die ist zur Potenz wie die Potenz zur Multiplikation und so weiter. Das heißt, diese Funktion ist unglaublich schnell am Wachsen. Das ist erstmal, okay, ja, es hat eine Funktion, die schnell wächst, mein Gott, ja, ist ein bisschen so ein Spiel, fein. Aber warum soll die jetzt nicht definierbar, nicht berechenbar sein mit einer Vorschleife? Um das zu verstehen, müssen wir uns zunächst mal vorstellen, wie man diese Funktion eigentlich definieren würde auf einem Computerprogramm. Um uns erstmal zu vergewahr zu werden, dass sie nämlich schon durchaus tatsächlich eine berechenbare Funktion ist. Und eine Art, das festzustellen, ist, dass man diese Zeilen sich mal anguckt und sich überlegt, wie man das zum Beispiel, sagen wir mal, in Python oder so schreiben würde. Hier ist eine Python-Implementierung dieser Ackermann-Funktion. Und dazu verwendet man erstmal, dass man sieht, dass die Definition offensichtlich rekursiv ist. Also kann man sie als Funktion schreiben, die so klassische rekursive Struktur hat. Und dieses Python-Programm funktioniert auch. Also es funktioniert für Integer-Inputs m und n, so im Bereich 2, 3, 4 oder so. Versuchen Sie es mal aus. Ziemlich schnell laufen Sie dann da in das Limit der Rekursionstiefe von Python-Programmen. Also für beliebige große Integers hier brauchen Sie das gar nicht erst probieren. Aber prinzipiell ist das die richtige Struktur für die Werte dieser Funktion. Ja, jetzt ist das allerdings eine rekursive Funktion. Sie wissen alle, dass man rekursive Programme programmieren kann. Was ist die Verbindung zu dem, was wir letzte Woche gemacht haben? Wir haben eigentlich gesagt, wir machen erstmal While- und For-Programme, ne? Und hier ist ja keine While-Schleife und auch keine For-Schleife drin versteckt. Wie würde das als While-Schleife wenigstens aussehen? Oder als For-Schleife? Naja, als For-Schleife brauchen wir gar nicht drauf warten. Ich habe ja schon gesagt, das wird nicht richtig funktionieren. Aber überlegt mal erstmal, ob wir es als While-Schleife schreiben können. Ja, leider kann ich Ihnen das jetzt hier nicht so in zwei Schritten irgendwie erklären. Denn es ist tatsächlich nicht so super offensichtlich. Aber diejenigen von Ihnen, ich weiß, das sind nicht alle von Ihnen, die die Algorithmenvorlesung gehört haben, wissen vielleicht, ich weiß es nicht, dass man While-Schleifen mit einem Stack programmieren, dass man Rekursion auf While, mit While-Schleifen und einem Stack realisieren kann. Wenn Sie also eine Stack-Struktur, Datenstruktur haben, dann können Sie diese rekursive Funktion auch als While-Schleife schreiben und das sieht dann so aus. Ich versuche uns das gar nicht erst groß zu lesen. Für das weitere Verständnis dessen, was kommt, ist nicht wichtig, wie genau diese While-Schleife aussieht. Wichtig ist, dass es eine While-Schleife ist. Also hier ist eine Implementierung der Ackermann-Funktion als While-Programm und es verwendet einen Stack. Und dann müssen wir uns halt noch überzeugen, dass der Stack irgendwie auch ein While-Programm ist. Aber vielleicht geht es. Ja? Das heißt, wir wissen jetzt, diese Ackermann-Funktion, die kann man als While-Funktion berechnen. Das heißt, die liegt innerhalb der Turing-berechenbaren Funktion. Warum können wir sie jetzt nicht als For-Schleife berechnen? Ja, dazu lohnt sich noch einmal, und das ist die letzte Slide dazu, oder die letzten zwei Slides, sich nochmal diese Struktur genauer anzugucken. Wenn man die mit diesem Knut-Pfeil schreibt, dann kann man sich überzeugen, dass jede Anwendung dieses Pfeils eine Vorschleife ist. Also hier ist ein Beispiel für 2 hoch y, ein Pfeil. 2 hoch y lässt sich auch offensichtlich mit dieser Vorschleife hier schreiben. Die klassisch, ganz basic arithmetische Operation von Potenz ist
2 hoch y ist, wir fangen mit 1 an und dann machen wir für y viele Schritte, multiplizieren wir mit 2. Ja, also 2 hoch 3 ist 2 mal 2 mal 2. Das ist eine Vorschleife. Und wenn wir jetzt mehrere von diesen Pfeilen hintereinander legen müssen, dann müssen wir genestete Vorschleifen wählen. Und das Problem ist jetzt, dass die Ackermann-Funktion die Zahl dieser Vorschleifen als Argument einnimmt. Das heißt, sie ist definiert für beliebige Anzahlen an Vorschleifen, die keine obere Schranke haben. Und das passt nicht in das Vorkalkül rein. Die unbeschränkte Nesting, wenn Sie so wollen, von Vorschleifen. Das heißt, mit Vorschleifen alleine, mit Rechnungen, die automatisch enden, von denen wir zu Beginn wissen, wann sie enden, können wir diese Funktion nicht realisieren. Das Ganze kann man übrigens auch ein bisschen formaler beweisen. Hier ist nochmal eine Slide dazu, die Sie sich mal anders angucken können, wenn Sie wollen, wie man das irgendwie sauberer beweisen würde. Hier steht es nochmal, nicht so wichtig. Es gibt einen Beweis, um zu zeigen, dass diese Funktion nicht vorberechenbar ist. Wir haben aber gerade gesehen, also ich habe zumindest Ihnen den Code dafür gezeigt, dass sie while berechenbar ist, dass sie also mit Turing-Maschinen berechenbar ist. Und um das machen zu können, müssen wir fundamental eine Maschine bauen, eine While-Schleife oder eben eine Turing-Maschine, die die Möglichkeit erlaubt, zu Beginn ihrer Rechnung noch nicht festzulegen, wie lange die Maschine laufen wird. Bei den Turing-Maschinen haben wir das dann manifestiert gesehen darin, dass wir nicht wissen, ob sie anhalten, dass also zu ihrem Berechnungsmodell gehört, dass nicht garantiert ist, dass nach einer bestimmten Anzahl Schritten die Maschine in den akzeptierenden oder verwerfenden Zustand übergeht. Bei den While-Schleifen haben wir gesehen, dass, wenn ich hier ist die Slide dazu, bei den While-Schleifen haben wir gesehen, die While-Schleife erlaubt ja die Änderung der Variable, die die Laufzeit der While-Schleife definiert, in der Schleife drin. Und genau diese Struktur brauchen wir, um Funktionen wie die Ackermann-Funktion zu berechnen. Und die Tatsache, dass die eine besonders große Zahl produziert, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Also, dass diese Funktion so extrem schnell wächst, ist natürlich irgendwie so furchteinflößend. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass die Zahl der durchlaufenden Schleifen ein Aspekt des Programms selber ist, also mit zu den Eingaben gehört. Und wir deswegen sie nicht realisieren können in einem Berechnungsmodell, das fundamental nur eine endliche Anzahl an Schritten erlaubt, die zu Beginn des Programms definiert sind. Ist das okay? Ist das so, wenn Sie nur wirklich dem High-Level folgen wollen? Dann ist die Frage, wie fixt man dieses Problem jetzt innerhalb dieser rekursiven Funktion? Was muss man also was ist das Minimum, das wir der Mathematik hinzufügen müssen, um diese arithmetischen Funktionen inklusive der Ackermann-Funktion darzustellen, um diese Art von Funktionen berechnen zu können? Und die Antwort darauf aus der Historie der Geschichte der Mathematik sind die sogenannten myrekursiven Funktionen, zu denen Roger Peter auch viel Forschung gemacht hat. Die myrekursiven Funktionen sind ein Versuch, die primitiv-rekursiven Funktionen zu heilen, um auch die Ackermann-Funktion und ähnliche Arten von Funktionen noch abzubilden, indem man eine weitere Funktion hinzufügt. Wir sagen, die Menge der myrekursiven Funktionen sind alle primitiv-rekursiven Funktionen, man nennt die auch partiell-rekursive Funktionen oder generalisiert-rekursive Funktionen, sind alle primitiv-rekursiven Funktionen plus folgende Extra-Funktionalität, die nennt man den Minimumsoperator, da kommt das μ her. μ für Minimum auf Griechisch. Nämlich, die Funktion μ ist eine Funktion auf einer Menge an Eingabevariablen. Angenommen, wir haben eine andere Funktion f, von der wir wissen, dass sie μ-rekursiv ist. Dann besteht die Minimumsfunktion daraus, dass wir nach der kleinsten natürlichen Zahl fragen, für welche die Funktion f den Wert 0 annimmt. Die kleinste natürliche Zahl, für welche die Funktion f den Wert 0 annimmt. Und das heißt also, dass alle anderen davor nicht 0 waren. Und falls diese Menge leer ist, dann ist die Funktion μ einfach nicht definiert. Sie ist also eine partiell definierte Funktion.
Und wir erlauben die Möglichkeit, dass Mühe keinen Wert hat. Dass es also keine untere Schranke gibt. Und Sie ahnen schon, was da drin versteckt ist. Es ist genau die Weilschleife. Das ist das Lass laufen, bis dieser Wert 0 wird. Bis die Variable y zum ersten Mal 0 wird, dann bleib stehen. Und es ist genau das Anhalten der Turing-Maschine. Lass die Rechnung laufen, bis irgendwas Wichtiges passiert und dann halte an. Und wenn das nicht passiert, Pech gehabt. Dann machen wir halt immer weiter. Und deswegen erbt natürlich dieses Problem, oder umgekehrt erben unsere modernen Rechenstrukturen genau die Probleme dieses Operators, die auch dann schnell klar wurden durch die Forschungsarbeiten von Leuten wie Peters, dass nämlich diese rekursiven Funktionen lauter unentscheidbare Eigenschaften haben. Es ist zum Beispiel nicht entscheidbar im Sinne auch dieses Kalküls. Es gibt keine mührekursive Funktion, mit der man berechnen kann, ob eine mührekursive Funktion total ist, also ob sie immer einen Wert hat, ob sie immer anhält, wenn Sie so wollen. Und das ist genau das Halteproblem wieder. Wenn wir Funktionen wie die Ackermann-Funktion berechnen wollen, dann müssen wir damit leben, dass es Funktionen gibt, die wir nicht entscheiden können. Ja, also Funktionen gibt, deren Wert wir innerhalb des Kalküls nicht berechnen können. Und vielleicht, ja, um den Schluss zu Ende zu machen, tatsächlich, ich habe es jetzt schon angedeutet, aber man kann es auch formal sauber machen, ist dieses Kalkül, diese mührekursiven Funktionen, dieser Minimumsoperator, ist genau das, was dieses Berechnungsmodell äquivalent macht zu den while-berechenbaren Funktionen. Und um das zu zeigen, macht man im Prinzip genau den gleichen Beweis wie vorher für die Vorschleifen, macht alles genau identisch wie vorher bei den Vorschleifen und macht den zusätzlichen Schritt, dass man zeigt, dass dieser Mühe-Operator genau einem bestimmten While-Programm entspricht und umgekehrt, dass das elementare While-Programm aus der Definition der While-Programme genau diesem Minimumsoperator entspricht. Und das geht relativ so, naja, also zumindest wenn man sich erlaubt, über die Formalitäten etwas hinwegzuspringen, dann ist das relativ einsichtig, denn wenn Sie sich nochmal die Definition dieses Mühe-Operators anschauen, dann steht da im Prinzip die Weilschleife. Ja? Es ist also eine Funktion, welche den ersten Punkt findet innerhalb der Rekursion, an dem eine der Variablen den Wert 0 annimmt. Ja, und wenn Sie eine Funktion haben, die so lange weiterläuft, bis eine der Variablen den Wert 0 annimmt und dann deren Wert ausgibt, dann ist das genau diese Minimumsoperation. Das heißt, dieses While-Programm, das Sie aus der Definition der While-Programme kennen, ist genau der Minimumsoperator. So, damit sind wir an dem Ende angekommen der ersten Hälfte der Vorlesung. Das fasse ich noch einmal kurz zusammen, bevor ich Sie in die Pause lasse. Wir haben in der letzten Vorlesung uns mit den modernen Arten der Turing-Maschinen, While-Programm, Go-To-Programm beschäftigt und haben gesehen, dass Vorschleifen ein bisschen anders sind als While-Schleifen und ich habe Ihnen versprochen, dass die nicht ganz das Gleiche sind wie While-Schleifen. Ich habe damals nur gesagt, naja, Vorschleifen können halt nicht unendlich lange weiterlaufen, While-Schleifen schon. Genauso wie Turing-Maschinen die Möglichkeit haben, nicht anzuhalten, im Gegensatz zu anderen Arten von Maschinen, die immer anhalten, wie zum Beispiel den endlichen Automaten. Warum brauchen wir sowas? Die Antwort darauf stammt historisch von Ackermann, der eine Funktion gezeigt hat, eine konkrete, die einen echten Wert hat, die tatsächlich einen endlichen Wert hat innerhalb der natürlichen Zahlen, aber nur berechnet werden können von einem Programm, das eine variable Anzahl an Vorschleifen braucht. Und wenn wir eine variable Anzahl an Vorschleifen realisieren können wollen, dann müssen wir insbesondere auch akzeptieren, dass diese Zahl an Vorschleifen noch nicht bestimmt ist, wenn das Programm anfängt zu laufen. Deswegen müssen wir diese Halteproblematik direkt mit einnehmen. Gut, und dann, das hat eine historische Verbindung zu den sogenannten rekursiven Funktionen. Da gibt es die primitiv-rekursiven Funktionen, die entsprechen den Vorschleifen, und die mührekursiven Funktionen, die entsprechen den While-Schleifen. Die sind tatsächlich äquivalent zueinander. Das heißt, im Jahr 2024 können Sie einfach im Kopf abspeichern, rekursiv heißt vor, mührekursiv heißt while, und damit sind wir safe. Ja, da gibt es diese etwas esoterischen, kryptischen Definitionen aus den 1920er Jahren, die können wir heute sehr viel aufgeräumter in unserer 100 Jahre später mit unseren Programmiersprachen mit While und Vorschleifen abbilden. Das war das, was ich Ihnen in der ersten Hälfte erzählen wollte. Und jetzt machen wir 10 Minuten Pause, denn das brauchen Sie jetzt mit Sicherheit auch.
Was ich Ihnen in der ersten Hälfte der Vorlesung erzählt habe, war mein bester Versuch, in 45 Minuten zu erklären, warum zum Geier Turing-Maschinen, warum wir den Turing-Maschinen überhaupt erlauben, dass sie potenziell unendlich lange weiterlaufen. Warum dieser ganze Schmerz mit dem Halteproblem? Weil es sonst manche Funktionen gibt, die wir gar nicht berechnen können. Und um das zu heilen, müssen wir über diesen Finitismus hinweg, wir müssen uns erlauben, Programme zu berechnen, von denen wir zu Beginn ihres Laufs noch nicht wissen, wie lange sie laufen, und erlauben müssen, dass sie potenziell unendlich lange weiterlaufen. Damit sind sie trotzdem, wenn wir so wollen, endliche Objekte, weil sie endliche Schritte machen, aber sie sind gerade so an der Grenze des Endlichen, dass wir erlauben, dass sie potenziell unbegrenzt weiterlaufen. Das ist genau der Nebel des Unendlichen, der sich anfängt zu legen. Und das würde Ihnen das erlauben, erzeugt all diese Probleme, mit denen wir uns 2, 3 Vorlesungen lang beschäftigen mussten. Unentscheidbarkeit und all diese unentscheidbaren Eigenschaften, den Satz von Rice, alle semantischen, nicht-trivialen Aussagen über Turing-Maschinen sind unentscheidbar. Und es gibt auch lauter andere Fragen über die Welt, die nicht entscheidbar sind durch diese Maschinen, denen wir genau das erlaubt haben. So, das war die erste Hälfte. Und jetzt zu etwas scheinbar völlig anderem, to something seemingly completely different. Das Originalbild wollte ich aus Copyright-Gründen nicht benutzen, für diejenigen, die wissen, worum es hier geht. Nämlich eine andere große Frage, die ich auch nur vage beantworten werde, die aber vielleicht trotzdem sehr fundamental ist. Ich habe mich jetzt in den letzten beiden Vorlesungen mit Ihnen mit dem While-Kalkül, dem While-Berechnungsmodell und den Vorschleifen benutzt. Die stehen für mich stellvertretend aus der Sicht der theoretischen Informatik für die eine momentan prominente Art, Computerprogramme zu schreiben, nämlich, ich sage mal, imperatives Programmieren. Nicht wirklich objektorientiert, bei mir imperativ programmieren. Durch While und Vorschleifen. Die kennen Sie primär aus der Informatik 2, die ja übrigens direkt nach dieser Vorlesung hier stattfindet, als nächstes. Aber natürlich typischerweise für Ihre KommilitonInnen aus den vorherigen Semestern. Das andere Programmierparadigma, das Sie natürlich auch alle kennen, ist, wer möchte sagen? Irgendjemand? Imperativ oder? Funktionales Programmieren, ja. Mit dem Sie alle im allerersten Fachsemester, falls Sie im Winter angefangen haben, von den Kollegen Gruust und Ostermann, einem von den beiden typischerweise, getriezt wurden, es sei denn, Sie haben die Vorlesung zweimal gehört, und da alles Mögliche über funktionales Programmieren gelernt haben. Und wenn ich richtig informiert bin, dann lernen Sie am Ende dieser, so in der zweiten Hälfte dieser Informatik 1, was über die strukturellen Grundlagen des funktionalen Programmierens, nämlich das Lambda-Kalkül. Ja? Und das habe ich letzten Donnerstag angesprochen und haben einige von Ihnen genickt. Und so, ja, Lambda-Kalkül. Ich habe Sie gefragt, wer kennt das Lambda-Kalkül? Haben alle die Hände gehoben. Dann habe ich gefragt, wer kann es erklären? Nur so viele. Was hat das Lambda-Kalkül mit den Turing-Maschinen zu tun? Ist es das gleiche wie While und For, aus der Sicht der Berechenbarkeitstheorie? Und wenn ja, warum macht es niemand zu zeigen, dass das Lambda-Kalkül Turing-äquivalent ist? Denn tatsächlich ist die Antwort ja, das Lambda-Kalkül ist auch Turing-äquivalent, das heißt, es ist Turing vollständig, alle von Turing-Maschinen berechenbaren Funktionen sind im Lambda-Kalkül ausdrückbar. Und umgekehrt, alle im Lambda-Kalkül ausdrückbaren Funktionen sind Turing-berechenbar. Es ist aber so, dass wenn Sie irgendeins der üblichen Lehrbücher aufschlagen, den Sipser, den Schöning, ich glaube auch die Romkovic, dann finden Sie da drin, Sie finden noch nicht mal im Index einen Hinweis auf das Lambda-Kalkül. Der taucht einfach nicht auf. Und ich habe mich immer gefragt, warum eigentlich? Es steht überall so, ja, das Lambda-Kalkül ist Turing-vollständig, Turing-äquivalent. Warum zeigt denn niemand den Beweis in diesen Vorlesungen? In 15 Minuten werden Sie wissen, warum. Wir machen es jetzt nämlich einfach mal und Sie können versuchen, hoch genug darüber zu schweben, um zu verstehen, warum das so kompliziert ist. Also zunächst mal ist der Grund dahinter, dass das Lambda-Kalkül ja wirklich ein unglaublich reduziertes Kalkül ist. Das ist ja genau die Stärke, der vielleicht so, wie Sie es auch in der Vorlesung kennengelernt haben, dass es eine Formulierung von Berechnung ist, die wirklich auf das Allerelementarste reduziert ist. Und sie stammt von diesem Herrn hier, Alonzo Church,
Philosoph, amerikanischer Philosoph, würde ich fast eher sagen, als Informatiker, aber analytischer Philosoph, der eine ganze Reihe an Beiträgen zu dieser Frage des Kalküls geliefert hat, auch ungefähr, Sie sehen auch seine Lebenszeiten, schon so beeinflusst war von Gödel und dann noch einiges hinzugefügt hat, der übrigens auch bekannt ist dafür, dass er der Doktorvater war von einigen interessanten Leuten, unter anderem Alan Turing und Haskell Curry, der ihnen bekannt ist, sowohl nach Vor- als auch nach seinem Nachnamen. So. Und der hat es wirklich auf die Spitze getrieben, die Idee eines Berechnungsmodells zu reduzieren auf das wirklich Elementarste, was auch dazu führt, dass die Notation dazu unglaublich kompakt ist. So kompakt, dass sie schon wieder manchmal schwierig zu lesen ist. Das erinnern Sie sich alle, glaube ich, wahrscheinlich aus der Informatik 1, diese Lambda-Ausdrücke, da muss man immer erstmal eine Viertelstunde drauf gucken, um zu verstehen, was die eigentlich machen. Und genau das werden wir jetzt auch wieder machen. Also, hier ist eine kurze Wiederholung für Sie alle, dass Sie ja alle wissen, was das Lambda-Kalkül ist, aus der Sicht der theoretischen Informatik, nicht der tatsächlichen praktischen Informatik für Programmierung, was eigentlich das Lambda-Kalkül ist. Und es ist wieder ähnlich wie bei den While- und For-Programmen, machen wir Definition der Notation, Syntax, Semantik. Ja? Zunächst mal die Notation. Wir beginnen mit einer abzählbaren Menge an Variablen. Wichtig ist hier wieder abzählbar, potenziell unendlich viele, genauso wie bei den For- und While-Programmen auch. Nicht endlich, kein Alphabet, sondern eine abzählbare Menge an Variablen. Es ist übrigens für diejenigen von Ihnen, die gerne Konstanten haben, die kann man vorher vordefinieren. Kann irgendwie das Symbol 0, 1, 2, 3 und so weiter kann man vordefinieren. Und dann definieren wir die Menge der Lambda-Terme, die ich ab sofort nur noch Terme nennen werde, weil man nämlich sonst das Wort Lambda dort so oft benutzen, dass einem die Zunge stehen bleibt. Folgende Objekte sind Terme. Erstens, alle Variablen sind Terme. Damit fangen wir an. Zweitens, wenn wir zwei Terme haben, dann dürfen wir die hintereinander schreiben. Was das genau heißt, müssen wir uns gleich überlegen. Und das nennen wir die Applikation. Das ist auch ein Term. Drittens, und das ist wieder mal das Business End, Sie wissen immer, am Ende kommt die Definition des interessanten Teils, dieser Ausdruck, und der heißt die Abstraktion, Lambda x auf m, oder Lambda x m, ist auch ein Term. Die Applikation des Lambda-Ausdrucks mit x. Und dann gibt es ja noch so eine Konvention, dass man diese Dinge immer von links nach rechts liest und dass man dann Klammern drumherum macht, wenn man das braucht und sie weglässt, wenn man sie nicht braucht. Sodass das dann eindeutig lesbar ist. Und vielleicht, um Ihr Gedächtnis wieder so auf Touren zu bringen, um was es hier geht, ist der Versuch, die Anwendung einer Funktion, welche Argumente hat, zu formalisieren. Und das Anwenden der Funktion mit ihren Argumenten, das ist genau dieser Lambda-Ausdruck, der bindet den Wert der Variable x im Ausdruck m an das, was hinter diesem Lambda-Term ist. Das heißt, die Kombination von Applikation und Abstraktion liefert die Anwendung einer Funktion, indem wir das, was hinter dem Term steht, nehmen und dann in x eine Ersetzung machen. Und diese Ersetzung, die muss man jetzt erstmal definieren. Um definieren zu können, was eine Ersetzung ist, müssen wir zunächst das Konzept von freien und gebundenen Variablen einführen. Und ich mache das hier alles so schnell, weil Sie es ja alles schon ein paar Mal gehört haben, ne? In der Informatik 1. Also wir definieren zwei Sätze an Variablen. Das sind beides Mengen. Die einen heißen freie Variablen, die noch nicht gebunden sind, und die anderen heißen gebundene Variablen. Und dann kann man für diese drei Arten von Termen definieren, was die freien und die gebundenen Variablen sind. Wenn der Term selber eine Variable ist, dann sind alle Ausdrücke in der Variable, also alle Variablen selber sind freie Variablen. In der Applikation werden die freien Variablenmengen vereint und auch die gebundenen Variablenmengen vereint. Und in der Abstraktion passiert das Entscheidende. Da wird nämlich die Variable x, die hier nach dem Lambda steht, die wird gebunden. Sie geht also über von den freien Variablen in die gebundenen Variablen. Das heißt, das ist eine Art, diesen Ausdruck zu lesen. Dieser Lambda-Term, Lambda xm, bedeutet, dass die Variable x
durch die Abstraktion gebunden wird. Und dieser Satz ist so verwirrend, dass es sich eigentlich viel einfacher liest, wenn man sich tatsächlich ein Computerprogramm vorstellt mit einer Funktion, die Argumente hat. Und weil ein Argument oben in der Definition der Signatur der Funktion steht, wissen wir, dass er innen drin verwendet wird, dass er also als Wert gebunden ist, ja, also als Name der Variable und deswegen benutzt werden muss und nicht mehr neu belegt werden darf von außen, wenn wir so wollen. Mit diesem Begriff der freien und gebundenen Variablen kann man sich die Operation der Substitution definieren. Substitution schreiben wir so mit so einem Get-Pfeil nach links. Und dann kann man überlegen, was diese Substitution bedeuten soll, nämlich auf diesen einfachen Term, jetzt hat meine Maus wieder aufgehört zu arbeiten, mache ich es mit der Maus, ist die Substitution in dieser Form, also wenn hier links ein x steht und dann wird x durch n ersetzt, bedeutet, dass der Term x direkt umbenannt wird in den Term n. Wenn hier draußen was anderes steht als drin, dann passiert gar nichts. Also die Variablen bleiben unersetzt. Substitution ist distributiv, das heißt, wenn man sie auf eine Applikation anwendet, dann gilt sie auf beiden Seiten. Und hier ist wieder der entscheidende Teil. Wenn man eine Substitution anwendet auf eine Variable, die bereits gebunden ist, dann passiert nichts. Wenn man sie anwendet auf eine Variable, die unter Umständen x enthält, noch als freie Variable, dann erbt sie sich da rein, wenn man so will. Also wir benutzen sie innerhalb des Terms y auf allen freien Variablen, die noch nicht gebunden sind. Das ist eine Operation, Substitution, definiert durch das Konzept von frei und gebundenen Variablen. Und jetzt, wo wir diesen Mechanismus von Substitution haben, können wir die eigentlichen Rechenregeln aus dem Lambda-Kalkül darstellen oder aufschreiben. Das sind nämlich diese sogenannten Konversionen. Und davon gibt es zwei. Die eine ist die einfache und die andere ist die, wo das Spannende passiert. Und die eine heißt Alpha-Konversion und die andere heißt Beta-Konversion. Allein schon diese Nomenklatur ist offensichtlich verwirrend. Alpha, Beta, whatever. Ja. Also, eine Alpha-Konversion ist die Idee, dass man innerhalb eines Funktionskörpers eine Variable beliebig umbenennen kann und dadurch die Funktion sich nicht ändert. Das ist das, was Sie in Ihrer IDE als Refactoring machen. Ja? Also wenn Sie eine Variable, den Namen einer Variable in dem kompletten Programm ändern in einen anderen Namen, ist es immer noch das gleiche Programm. Und diese Operation heißt Alpha-Konversion und sie wird so geschrieben. Wir nehmen einen Term, der enthält gebundene Variablen v und ersetzen sie durch eine Umbenennung der Variable v auf w. Und danach haben wir den gleichen Ausdruck. Und der ist notwendig, um operieren zu können auf Termen, die quasi Variablennamen enthalten oder Termnamen enthalten, die wir gleich noch binden möchten und dann umbenennen möchten, damit wir weiterrechnen können, wenn man so will. Der entscheidende Teil ist die sogenannte Beta-Konversion, die Applikation. Und das ist dieser Ausdruck. Das ist nämlich genau das, was wir uns unter einer Anwendung einer Funktion vorstellen. Nämlich, wenn wir diesen Ausdruck haben, Lambda xm appliziert auf n, dann ist das, diese unglaublich kurze Notation heißt genau das, was wir uns vorstellen, wenn wir eine Funktion anwenden auf einen Term. Das hier ist die Definition der Funktion. Das ist das, was wir in der Programmiersprache als die Funktionsdefinition hinschreiben. Die heißt nämlich, es ist eine Funktion, sie hat die Eingaben x, sie hat Argumente x und da drin in der Funktion steht irgendwas, das ist der Term m. Und jetzt nehme ich den Term n, der sagt mir, auf welche Werte in meinem Kopf ich x setzen soll, um dann m auszuwerten. Das heißt, was rauskommt, ist das, was m definiert, wenn ich x durch n ersetze. Und verrückterweise ist dieser Prozess, diese Beta-Konversion,
Das ist im Prinzip schon das ganze Berechnungsmodell. Das ist die Operation dieses Modells. Das ist eine Frage. Müsste nicht das V durch ein W ersetzt werden? Das kann gut sein. Also, ich entschuldige mich im Voraus, wenn irgendwo auf dieser Slide irgendwo eine Klammer falsch ist oder zwei Variablen einmal vertauscht sind. Wenn Sie den genauen Beweis, den ich Ihnen in einem Moment zeigen werde, einmal nochmal woanders nachvollziehen wollen, gibt es zwei Links, die ich auf den späteren Slides habe, die Sie einfach klicken können. Da können Sie das ganze Paper dazu lesen. Ich habe den Beweis mehr oder weniger exakt daraus übernommen, weil es der einzige Punkt war, wo ich den finden konnte. Und es geht auch heute nicht, es geht mit Sicherheit nicht darum, in den nächsten 20 Minuten diesen Beweis 1:1 nachzuvollziehen, sondern es geht darum, erstens zu verstehen, dass das Lambda-Kalkül Turing-äquivalent ist und zweitens zu verstehen, warum es so schwierig ist, das sauber zu beweisen. Nämlich, weil das Lambda-Kalkül so eine unglaublich abstrakte Sprache ist, dass es fast schon ein bisschen zu abstrakt ist und um die Äquivalenz zu den Turing-Maschinen zu zeigen, wir erstmal so eine Art Gerüst bauen müssen, um zu zeigen, dass bestimmte Operationen überhaupt realisierbar sind mit diesem Kalkül, die wir dann nämlich brauchen, um, naja, die andere Turing-äquivalente Berechnungsmodell herzustellen. Spoiler Alert, wir werden gar nicht zeigen, dass die Lambda-Ausdrücke äquivalent zu Turing-Maschinen sind. Wir werden zeigen, dass sie äquivalent zu myrekursiven Funktionen sind, mit denen wir uns ja gerade beschäftigt haben, von denen wir schon wissen, dass sie Turing-äquivalent sind. Okay, und worum es jetzt also geht, the name of the game, ist quasi, dass wir versuchen, gegeben einen Lambda-Term, Konversionen zu finden, Abfolgen von Alpha- und Beta-Konversionen, welche uns zu einem Term führen, den man nicht mehr weiter umformen kann. Im Idealfall zu so einem Kombinator, der keine freien Variablen mehr enthält. Und tatsächlich ist es gar nicht so einfach, wenn man sich einen Term anschaut, zu entscheiden, ob der eigentlich schon fertig transformiert ist, ob es keine weiteren Konversionen mehr gibt. Es stellt sich sogar raus, es ist nicht entscheidbar, ob ein Term in einer Normalform ist, also ob er schon alle möglichen Beta-Konversionen hinter sich hat. Das ist übrigens auch eine interessante, nicht triviale Frage, ob die Reihenfolge der Alpha- und Beta-Konversionen beliebig ist oder ob man da eine bestimmte Reihenfolge einhalten muss. Es stellt sich raus, dass es in einem bestimmten technischen Sinne egal ist, in welcher Reihenfolge man Variablen umbenennt und dann Funktionen ausführt. Das ist das sogenannte Church-Rosser-Theorem. So. Dass es solche Unentscheidbarkeitsaussagen gibt, ist keine Überraschung, denn wir erwarten ja, wir wissen ja schon, dass dieses Kalkül Turing-äquivalent sein wird, also wird es mit Sicherheit auch diese Eigenschaften wieder erben, die wir schon von den Turing-Maschinen kennen. So, wenn das jetzt hier eine Theorie des funktionalen Programmierens Vorlesung wäre, dann würden wir jetzt so ein paar Beispiele machen und Sie fragen mich dann nach guten Beispielen für solche funktionalen Ausdrücke, solche Lambda-Ausdrücke oder ja, Lambda-Terme. Und dann werde ich hier solche Beispiele machen und dann werden Sie total enttäuscht sein, dass die so unglaublich trocken sind, so wie diese hier. Die sind nämlich typischerweise am Anfang solche wirklich kryptischen Ausdrücke. Also hier ist die vielleicht allererste Funktion, die man kennenlernt, ist die Identität. Das ist dieser Term, der x nimmt und es bindet. Sie hat die Eigenschaft, dass wenn man an diesen Term dahinter einen weiteren Term setzt, dass man ihn dann Beta konvertieren kann in den Term selber. Und allein dieser allererste Schritt ist wahrscheinlich für die allermeisten von Ihnen hier im Raum schon was, wo Sie Kopfschmerzen kriegen, ist völlig okay, ja? Völlig verständlich. Es geht ja auch in weiteren Vorlesungen überhaupt nicht darum, dass wir das weiter verwenden. Wir verstehen erstmal nur, wie kompakt diese Notation eigentlich ist. Und dann gibt es eine ganze Reihe von so, ich sag mal, so elementaren Termen und Kombinatoren, also Ausdrücke, die alle Variablen gebunden haben, die interessante Funktionalität liefern, die quasi die Darstellung von wichtigen Operationen im Lambda-Kalkül sind. Hier ist der konstante Term, der sieht so aus, ist auch nicht offensichtlich, was diese Form ist. Der hat die Eigenschaft, dass wenn man ihn appliziert auf zwei Terme dahinter, dass er dann immer den ersten auswählt und den zweiten vergisst. Deswegen heißt er die konstante Funktion. Weil man ihm als erstes geben kann, man sagen kann, worauf er konstant sein soll, welchen konstanten Wert er haben soll und danach kann man beliebige Sachen anwenden und es kommt immer der konstante Wert raus.
Und wir werden gleich noch wahr und falsch Terme benutzen. Dieser Konstantenterm ist verrückterweise auch einer, den man den wahr-Term nennen kann. Warum das ein, so eine Art boolscher Ausdruck ist für wahr und falsch, ist jetzt noch nicht klar. Das werden Sie gleich sehen, wenn es Ihnen gelingt, mitzuverfolgen auf der nächsten Slide. Aber ich definiere sie einmal so. Der wahr-Operator ist genau dieser Term und der falsch-Term ist genau der hier mit dem I, wie es hier oben definiert ist, als Identität. Und jetzt machen wir schon die erste Vorbereitung auf diesen eigentlichen Beweis. Was uns nämlich jetzt interessieren wird zu tun, ist zu zeigen, dass dieses Lambda-Kalkül, das ich gerade so ganz schnell vage definiert habe, tatsächlich Turing-äquivalent ist. Und das machen wir, indem wir zeigen, das ist nämlich noch die vergleichsweise einfachste Schritt, dass die μ-rekursiven Funktionen äquivalent sind zum Lambda-Kalkül. Kurze Erinnerung, was sind die μ-rekursiven Funktionen? Das sind die, mit denen wir uns gerade vor der Pause beschäftigt haben, also die Erweiterung der primitiv-rekursiven Funktionen um den Minimumsoperator, von denen wir wissen, dass sie äquivalent sind zu While-Programmen und deshalb Turing vollständig sind und Turing äquivalent sind, weil wir ja schon wissen, dass die While-Programme Turing äquivalent sind. Wie geht sowas? Naja, Sie erinnern sich in der Definition der rekursiven Funktionen, auch der primitiv-rekursiven Funktionen, da haben die natürlichen Zahlen eine sehr zentrale Rolle gespielt, weil sie ja historisch daher kamen, dass die Mathematik versucht hat, die Arithmetik auf den natürlichen Zahlen zu formalisieren, zu axiomatisieren. Das heißt, als allerersten Zwischenschritt müssen wir erstmal überlegen, wie man die natürlichen Zahlen darstellt im Lambda-Kalkül. Und eine Möglichkeit, das zu tun, nur eine, das ist wieder so ein Fall, wo es so ein bisschen wie bei der Quintilisierung, es gibt eine Art, sie darzustellen, es ist nicht die einzige, ist einen bestimmten Satz an Lambda-Termen zu bauen, denen man notationell den Wert einer natürlichen Zahl zuweisen kann. Das heißt, dass wir versuchen, die Peano-Axiome zu reproduzieren. Wir versuchen, ein Muster zu finden, dass man immer wieder einen Term, den man immer wieder vorne an einen Lambda-Term dranhängen kann, sodass man von einer natürlichen Zahl zur nächsten kommt. Und das eine Art, das zu machen, ist folgendermaßen, wir definieren die Null, also diese Notation soll heißen, das ist unsere Darstellung einer natürlichen Zahl als Lambda-Term. Wir definieren die als die Identität, also die Null entspricht der Identitätsfunktion. Und dann definieren wir die Nachfolgerfunktion, die sieht so aus, das ist dieser Lambda-Term. Ich werde gar nicht erst versuchen, den auszusprechen. Aber was Sie hier sehen ist, da drin ist der Vorgänger, also unsere rekursiv definierte Darstellung einer vorgängernatürlichen Zahl als Lambda-Term. Und dann steht hier dieser komische Falsch-Operator, der da oben drüber definiert ist, und dann dieser Lambda-Term da davor. Und jetzt steht hier also, ne, die 0 die sieht so aus, die 1 sieht so aus, die 2 sieht so aus und so weiter. Also wir machen immer so Klammern außenrum, indem wir diesen Term hier drauf anwenden. Das erlaubt uns jetzt über Objekte zu sprechen, die wir identifizieren mit den natürlichen Zahlen. Also können wir versuchen, diese Struktur der rekursiven Funktionen, die ja auf den natürlichen Zahlen, auf der Nachfolgerfunktion und so definiert sind, jetzt nachzubauen als Lambda-Terme. Und wie macht man das? Ja, wir wollen jetzt zeigen, dass alle μ-rekursiven Funktionen im Lambda-Kalkül darstellbar sind. Ich werde übrigens nur diese Richtung probieren. Andersrum, also dass alle Lambda-Terme durch μ-rekursive Funktionen darstellbar sind, werde ich als Beweis nicht machen, ist aber auch der in Anführungszeichen einfachere Teil, weil ja das Lambda-Kalkül so viel kompakter ist. Da gibt es weniger zu zeigen, dass bestimmte Operationen, die im Lambda-Kalkül definiert sind, als μ-rekursive Funktionen realisierbar sind, ist etwas einfacher. Ich liefere Ihnen aber den Link hin zu dem Beweis aus dem Originalpaper von Alonzo Church. Um diesen Beweis zu führen, fängt man an mit den, ich sag mal, einfachen Teilen der primitiv-rekursiven oder der rekursiven Funktionen allgemein, der generellen rekursiven Funktionen. Übrigens, dieser Beweis stammt aus einem Artikel in der Stanford Encyclopedia of Philosophy, da können Sie den auch nachlesen, Sie können einfach hier draufklicken. Und ich habe ihn wirklich mehr oder weniger direkt so übernommen, weil er ist wirklich nicht einfach. Wir versuchen nur die Struktur zu verstehen, ja? Nur mitzunehmen, sodass wenn Sie später sich jemand fragt, was ist denn eigentlich mit dem Lambda-Kalkül, ist das auch Turing-vollständig? Sagen Sie, ja,
Wenn Sie das wenn du eine funktionale Programmiersprache hast, kannst du alles machen, was eine Turing-Maschine kann. Und umgekehrt, alles, was das Lambda-Kalkül kann, kann auch eine Turing-Maschine. Also wir haben, hier ist nochmal die Definition der einfachen Teile, die ersten drei Terme aus der Definition der rekursiven Funktionen. Das sind insbesondere die primitiv-rekursiven Funktionen, denn die werden ja dann geerbt in den myrekursiven Funktionen. Nämlich die konstante Funktion, die Nachfolgerfunktion und die Projektionsfunktion. Und jetzt kann man sich überzeugen, dass man die realisieren kann durch Lambda-Terme. Und um das wirklich nachzuvollziehen, muss man da eine Weile drauf gucken. Aber ich zeige Ihnen mal kurz, wo Sie hinschauen müssen, wenn Sie sich das nachher nochmal anschauen wollen. Hier ist wird die konstante Funktion definiert. Und die soll ja die 0 sein. Das heißt, sie soll abbilden auf die natürliche Zahl 0. Wir haben jetzt die natürliche Zahl 0 identifiziert mit einem bestimmten Lambda-Term, nämlich der Identität. Also definieren wir einen Lambda-Term, der so aussieht. Und diese Identität, die müssen Sie sich vorstellen als die Darstellung der Null. Und wenn Sie das machen, dann sehen Sie, dass hier dieser K-Operator steht, dieser Konstant-Operator von der vorherigen Slide. Das heißt, dieser Operator, dieser Lambda-Term, der hat die Eigenschaft, dass wenn ich hier dahinter einen beliebigen anderen Lambda-Term schreibe, dann kommt immer dieser erste Teil zurück, diese Null. Das heißt, das ist genau die Lambda-Entsprechung einer Funktion, die immer die Null zurückgibt. Sie gibt aber gar nicht die Null zurück, sondern sie gibt den Lambda-Term zurück, den wir identifiziert haben mit der Null. Weil wir die natürlichen Zahlen als Lambda-Terme darstellen. Dann brauchen wir eine Nachfolgerfunktion. Die sieht genau so aus. Und dass die so aussieht, das ist auch, muss Ihnen jemand sagen, da kommen Sie nicht von selber drauf. Ja? Denn dieser Term hat genau die Eigenschaft, dass wenn wir in unserer Notation aus der vorherigen Slide alle natürlichen Zahlen mit bestimmten Lambda-Termen darstellen, dann, wenn wir diesen Term darauf anwenden, kriegen wir genau dieses davor geklebte extra Schritt, um die nächste natürliche Zahl zu kriegen. Okay. Und für die Projektionsfunktion ist es ziemlich einfach. Das ist so ein Ausdruck, den können Sie sogar einfach, ich glaube, das glauben Sie mir einfach. Ja, das ist die Funktion, die halt eine Menge an Variablen einliest und dann nur eine davon wieder ausspuckt. Okay, der Teil ist quasi einfach. So, jetzt kommen wir zu dem schwierigeren Teil, nämlich die Komposition, dann braucht man danach noch die primitive Rekursion und die Myrekursion. Für die Komposition muss man halt diese Operation des Auswählens und Anwendens muss man schreiben als Lambda-Term. Und das ist einfach so ein hässliches Business. Das ist überhaupt nicht spannend. Ja, wir machen das induktiv. Wir sagen, wir nehmen an, wir wissen bereits, dass es Lambda-Terme gibt für die Funktion f und g. Also wir wissen induktiv schon, dass f und g primitiv rekursiv sind und deswegen darstellbar sind durch Lambda-Terme. Und dann schreiben wir das dahin und dann ist es offensichtlich in Anführungszeichen der zugehörige Lambda-Term. Und dass er das ist, das liegt einfach nur an der Syntax dieser Terme. So, für den nächsten Teil, die letzten beiden, die Business-Enden, müssen wir jetzt noch, ist es hilfreich festzustellen, dass es, jetzt wird es richtig abgefahren, wenn Sie dem wirklich noch folgen wollen, dass es Funktionen gibt, die unsere Notation für die natürlichen Zahlen wieder reparieren, die nicht reparieren, sondern die auf unserer Notation der natürlichen Zahlen operieren und nicht nur die Nachfolge, sondern auch den Vorgänger realisieren. Diese Funktion p, das ist ein Lambda-Term, der sieht so aus, der nimmt diesen Teil quasi wieder weg, den wir benutzt haben, um die Nachfolgerfunktion zu bauen und bildet deshalb eine natürliche Zahl auf ihren Vorgänger ab. Und dann können wir uns einen Test definieren, den nennen wir den Null-Term. Ein bisschen Abschiedssymphonie hier, ich verliere näher und mehr Leute. Ich sage Ihnen am Ende noch 5 spannende Sachen zur Turing-Maschine, also laufen Sie noch nicht ganz weg. Der testen kann, ob eine bestimmte natürliche Zahl Null ist. Der gibt nämlich, wenn man die Null mit ihm komponiert, genau diesen Lambda-Term zurück, den ich mit dem var identifiziert habe. Und wenn man ihn auf eine Nachfolgerzahl anwendet, also auf irgendeine natürliche Zahl, die nicht Null ist, dann gibt er den Falsch-Term zurück. Und den können wir jetzt benutzen, um einen Test zu schreiben auf die Null. Warum brauchen wir den? Wir brauchen den, weil wir Rekursion definieren wollen. Und in der Rekursion, wenn Sie an ein rekursives Programm denken, das Sie sich selber so schreiben in Ihrer Lieblingsprogrammiersprache, dann steht da immer so ein Conditional drin. Ja, da steht if Null, wenn Ende der Rekursion, else Rekursion. Also wir brauchen, um Rekursion in den Lambda-Termen zu realisieren, so ein If-Then-Else-Statement,
mit einem Test auf Null. Und das hier ist das erste Bausteinchen für den Test auf Null. Und jetzt müssen wir uns noch so einen richtigen Test auf Null quasi und dann außenrum eine, na, also wir haben den Test auf Null, wir müssen jetzt außenrum ein If-Then-Else bauen. Und das ist Schritt Nummer 5 in dem Beweis. Wir wollen jetzt zeigen, dass die Rekursion darstellbar ist durch einen Lambda-Term. Und da wird es total abgefahren. Das geht nämlich, also hier ist die Definition nochmal von den Slides von vor der Pause. Das ist die Rekursionsoperation. Hier unten steht das eigentlich Entscheidende. Da steht, wenn die Zahl nicht die 0 ist, dann wende Funktion h an. Wenn die Zahl 0 ist, dann wende Funktion g an. Und es stellt sich raus, dass man sich tatsächlich mit sehr langem drüber nachdenken einen Lambda-Term ausdenken kann, der in etwa so aussieht. Der also diesen Term hier enthält und sagt, ich möchte das hier anwenden und darauf sowas hier machen. Hier steht in so einer funktionalen Notation, if x equal to 0, also wenn x 0 ist, dann wende den Term g an, wobei groß g ist der Term, von dem wir annehmen, dass er der Funktion g entspricht, induktiv. Falls nicht, dann wende den Term h an auf den Vorgänger p von der vorherigen Slide mit den zugehörigen Werten hier. Und dass es diesen Term gibt, das muss man sich erstmal überzeugen und stellt sich raus, der sieht so aus. Dieser Term hier, und Sie brauchen gar nicht versuchen, den zu lesen und zu sehen, was der tut. Da müssen Sie mindestens 10 Minuten lang drüber nachdenken. Der macht if-then-else als Lambda-Term. Und damit es funktioniert, braucht man jetzt noch die Möglichkeit, diesen Term so anzuwenden, dass man ihn auf alles anwenden kann, ja, also dass man ihn auf beliebige Ausdrücke anwenden kann. Das heißt, man braucht so einen Term, der diese Eigenschaft hat. Und das geht tatsächlich, da gibt es so einen Operator, den Haskell Curry gefunden hat, und der sieht so aus. Und bitte fragen Sie mich nicht, warum der funktioniert. Ja, das ist ein komplettes Research Paper, nur zu erklären, dass dieser Operator existiert. Mit diesem Operator kann man also eine Vorschleife realisieren. Jetzt haben wir gezeigt, dass wir Vorprogramme darstellen können als Lambda-Terme. Und jetzt kommt der letzte Teil, ist, was ist mit diesem Minimumsoperator? Wie macht man das While als Lambda-Term? Und das steht auf der letzten Slide. Dazu gibt es auch einen verrückten Operator, der heißt Turings Fick-Punkt-Operator. Sie erinnern sich, dass sowohl Turing als auch Haskell Curry Doktoranden von Church waren. Und er sieht folgendermaßen aus. Also wir wollen diese Operation hier realisieren. Dazu brauchen wir den Schleifenoperator. Wir brauchen einen Operator, der anwendbar ist auf einen Ausdruck und dann immer weiter läuft, sich selber immer weiter beta-konvertiert auf einen Ausdruck, der so in Reihen sich selber wieder auswertet. Und dieser zugehörige Lambda-Term ist dieser sogenannte Turings Fixpunkt-Operator. Auch wieder was, wo man eine halbe Stunde drauf gucken muss, um zu verstehen, was er macht. Der hat die Eigenschaft, dass er diese Beta-Konversion erlaubt. Also für beliebige Terme x kann man den anwenden auf x und dann ist es so, als ob man x auf Theta x anwendet. Es ist fast schon paradox, dass das geht. Aber was Sie hier sehen, was hier versteckt ist in diesem sehr kompakten Ausdruck, ist genau die Schleife. Das ist das, nehme x, mache was mit x und dann wende dich selber wieder an. Immer wieder, immer weiter, bis irgendwas passiert innen drin. Und da innen drin muss man halt wieder so ein If-Then-Else machen. Das ist ja das, was die While-Schleife dann terminiert. Und dass If-Then-Else geht, wissen wir schon. Ja, und daraus kann man sich dann was bauen. Wenn man das alles so zusammensteckt, also aus diesem Theta, kann man mit so einem If-Then-Else kombiniert so einen, das ist hier die Schleife quasi bauen. Und dann kann man daraus so einen Myter machen, der quasi, das ist der echte Ausdruck für unseren Mu-Operator, der testet, ob der Vorgänger 0 ist von der Schleifenvariable. Ja, und dann ist genau das while x ungleich 0 Ausdruck. Okay, das war alles sehr high level. Ich habe Sie vorgewarnt, wird ein bisschen abstrakt. Was man aus diesem Beweis, zumindest wenn man ihn nochmal 3-4 Mal liest, schließen kann, ist, dass alle While-Programme als Lambda-Terme darstellbar sind. Und tatsächlich sind auch alle Lambda-Terme als While-Programme darstellbar. Die zugehörigen Beweise finden Sie in
sowohl in diesem Link, den ich auf der vorherigen Slide hatte, als auch in diesem Paper, Sie können hier draufklicken, dann kommen Sie direkt zu dem Paper 1965 von Alonzo Church, der die Beweise zumindest anteasert. Ehrlich gesagt ist das Paper auch teilweise ganz schön vage darin, wie die Beweise genau funktionieren. Was bedeutet das alles für uns heutzutage in der Realität? Es bedeutet, dass eine Programmierumgebung, in der man funktional programmieren kann mit Lambda-Ausdrücken, Turing-vollständig ist. Und in seiner praktischsten Form ist das vielleicht ausgedrückt durch diesen Tweet von Simon Peyton Jones. Wer kennt Simon Peyton Jones? Gar niemand. Okay? Auch einer so von den Informatikern aus der früheren Generation, der ist so genau zwischendrin. Der ist der Autor des Glasgow Haskell Compilers, des ersten echten Compilers für Haskell. Haskell nach Haskell Curry. Principal Scientist bei Microsoft. Ich hatte mal die Ehre, meinen Schreibtisch ein paar Meter von ihm entfernt zu haben. Der, weil er bei Microsoft ist, hat ein Jahrzehnt lang dafür gelobbyt, dass Microsoft Excel doch bitte irgendwann mal Lambda-Ausdrücke haben sollte. Hat es 2021 bekommen. In der neuesten Version von Microsoft Excel kann man Lambda-Ausdrücke auswerten. Und deswegen schreibt er hier, Excel just became a Turing-complete programming language. Wir können jetzt alles mit Excel machen, weil es Lambda-Ausdrücke hat. Das heißt nicht, dass es einfach ist, das zu realisieren. Ich meine, der Mann hat den Compiler erfunden oder gebaut für Haskell. Der weiß mit Sicherheit, wie man gute Lambda-Ausdrücke schreibt. Aber Sie können ja mal versuchen, in Excel eine richtige Lambda-Funktion zu implementieren. Sie können im Prinzip jetzt alles mit Excel machen, inklusive nicht haltende Programme schreiben. Ja, also Sie können also jetzt tatsächlich Excel zum Crashen bringen, indem Sie ihm einen unendlichen Loop geben. Super. Und die Ackermann-Funktion berechnen. Ja. Was bedeutet das jetzt alle für uns am Ende dieser Berechenbarkeitstheorie-Phase der Vorlesung? Was wir jetzt gesehen haben, ist, dass es eine ganze Reihe an Berechnungsmodellen gibt, die auf den ersten Blick sehr unterschiedlich sind. Turing-Maschinen, die kleinen Rädchen mit dem Band und dem Lesekopf, While-Programme, so wie Sie sie als in Java und Python und C kennen, dem Lambda-Kalkül, das Sie aus den rein funktionalen Sprachen kennen, wie Lisp und Haskell und so weiter und ML. Es gibt noch ein paar andere, kombinatorische Logik gehört auch dazu. All diese Kalküle, Berechnungsmodelle, sind Turing-äquivalent. Das heißt, alle Berechnungen, die man mit der Turing-Maschine durchführen kann, kann man in diesem Berechnungsmodell durchführen. Und alle Berechnungen, die man in diesem Berechnungsmodell durchführen kann, kann man auf Turing-Maschinen durchführen, obwohl die so unterschiedlich sind. Das heißt, der Versuch der Menschheit, mal unglaublich schlauer Informatikerinnen und Informatiker, Berechnungsmodelle zu finden, die strikt mächtiger sind als Turing-Maschinen, sind bislang alle gescheitert, beziehungsweise sie sind immer entweder daran gescheitert, dass man nichts Mächtigeres finden konnte, was irgendwas konnte, was die Turing-Maschinen nicht konnten, oder wenn man das versucht hat, dass man dann darauf gestoßen ist, dass man in diesem Berechnungsmodell Aussagen machen kann, die sowohl wahr als auch falsch sind, die also widersprüchlich sind. Im Lambda-Kalkül zum Beispiel gibt es bestimmte Ausdrücke, die in seiner einfachen Form erlaubt sind, die aber widersprüchliche Aussagen erlauben. Das ist das sogenannte, da steht es auch irgendwo, Kleene-Rosser-Paradox, das erst dadurch gefixt wurde, dass man das Lambda-Kalkül auf eine bestimmte Art und Weise einschränkt, bestimmte Typ-Tests quasi einführt. Diese Einsicht, diese Beobachtung hat sich etabliert in der Informatik unter dem Namen des sogenannten Church-Turing-Thesis, der Church-Turing-These, nämlich dass alle hinreichend mächtigen Berechnungsmodelle äquivalent sind zur Turing-Maschine. Und damit auch zu den While-Programmen und zum Lambda-Kalkül und zu den Goto-Programmen und zur kombinatorischen Logik und so weiter und so weiter. Dass wir also ahnen, dass wir nicht wirklich hoffen können darauf, etwas Mächtigeres zu finden als die Turing-Maschine. Hier sind vier verschiedene Arten, das auszudrücken. Mal von Kleene, mal von Turing selber, von Gödel und mehr moderner, hier von David Deutsch, einem der Pioniere der Quantencomputer. Das ist nur eine Hypothese. Es gibt keinen Beweis dafür, dass es kein mächtigeres Berechnungsmodell gibt. Es kann auch sein, dass es vielleicht gar keinen Beweis geben kann in dem
innerhalb der Berechnungsmodelle, die wir bislang so betrachtet haben. Und damit sind wir im Prinzip am Ende der Berechenbarkeitstheorie. Wir haben nämlich jetzt festgestellt, dass wir das Mächtigste, was der Menschheit zur Verfügung steht, schon in der Hand haben, in der Form der Turing-Maschine oder auf ihren Computern in der Form von While-Schleifen und der Form von Lambda-Termen. Jetzt ist vielleicht noch eine letzte Frage, die man stellen kann, die ich in 2 Minuten beantworten werde. Ob es denn wirklich nichts Besseres geben kann? Ehrlich gesagt waren während der Vorlesungen schon manche von Ihnen bei mir und haben gefragt, ja, was ist denn mit Quantencomputern? Was ist denn mit KI? Was ist denn mit verschiedenen anderen so Ideen aus der Informatik? Kann man denn nicht irgendwas Mächtigeres machen als Turing-Maschinen? Die ganz, ganz schnelle Antwort, einfach nochmal für Sie alle im Raum, ist, Quantencomputer sind nicht die Antwort. Zumindest nicht aus Sicht der Berechenbarkeitstheorie. Es gibt Theoreme, hier ist ein Link, Sie können auf diesen Artikel von David Deutsch einfach klicken. Es gibt Theoreme, die zeigen, dass Quantencomputer in ihrer allgemeinen Form keine Probleme, nicht strikt mehr Probleme lösen können als Turing-Maschinen. Sie sind äquivalent in der Menge der Funktionen, die sie berechnen können. Sie sind natürlich potenziell schneller. Vielleicht werden wir auch kurz am Ende der Vorlesung, kurz vor der Klausur, einmal kurz über Quantencomputer reden und deren Komplexitätsklassen. Sie sind potenziell exponentiell schneller auf manchen Problemklassen, obwohl es immer noch unklar ist. Aber sie können mit Sicherheit nicht mehr berechnen als eine Turing-Maschine. Ganz intuitiv gesprochen liegt es daran, dass Quantencomputer, wenn man sie dann auswertet, wenn man sie nach der Antwort fragt, immer kollabieren in eine mögliche Antwort, die aus einem abzählbaren Raum stammt, die also wieder nur Ausdrücke ausgibt, die aus einer rekursiv aufzählbaren Menge stammen. Künstliche Intelligenz, vielleicht sage ich dazu mal anders was, ist aber mit Sicherheit nicht die Antwort. Selbst die mächtigsten KI-Systeme, die wir heute haben, sind höchstens Turing-äquivalent. Viele davon sind in ihrer Realität noch nicht mal Turing-äquivalent, sondern eher deutlich weniger. Künstliche Intelligenz beantwortet andere Fragen als Berechenbarkeit. Sie sind eher Fragen nach der Dichtheit von Antworten, also wie nah man an die Realität möglichst rankommen kann, wenn man versucht, Approximationen zu bauen. Es hat aber immer wieder Menschen gegeben, die typischerweise in der Physik sich gefragt haben, ob es nicht doch irgendwelche esoterischen, exotischen Settings gibt, in denen man erhoffen könnte, dass es Turing-Maschinen möglich oder dass es möglich ist, Computer zu bauen, die echt mächtiger sind als Turing-Maschinen. Und die führen dann oft zu so super exotischen Antworten. Mein Liebster ist, dass es gibt ein Paper von 2006, das zeigt, dass wenn man eine Turing-Maschine auf ein Orbit um ein schwarzes Loch legen könnte, auf ein stabiles Orbit außerhalb des Event Horizon eines schwarzen Loches und diese Turing-Maschine kommunizieren würde mit jemandem, der innerhalb des Event Horizons in das schwarze Loch reinfällt, dann wäre es unter Umständen möglich, bestimmte Arten von Berechnungen durchzuführen, die größer sind als die rekursiven Funktionen. Ja. Wie genau das funktioniert, ist nicht wichtig natürlich, aber es gibt eine Idee dafür, wie schwer es ist, über Berechnungsmodelle nachzudenken, die strikt mächtiger sind als Turing-Maschinen. Da müssen Sie wirklich an die Grenzen der Physik gehen, um zu zeigen, dass Sie quasi die Regeln des sinnvollen Schließens irgendwie ausheben können. Damit sind wir am Ende für heute. Was ich Sie abschließend mitgeben wollte für den Bereich der Berechenbarkeitstheorie. Ich weiß, heute war wieder so eine wilde Vorlesung, am Ende von so einer Sektion, glaube ich, kann man das einmal machen, ist, dass die Turing-Maschinen natürlich nicht die einzigen Berechnungsmodelle sind. Es gibt eine ganze Reihe an anderen Kalkülen. Wichtig für Sie im Kopf sind die While-Schleifen und der Lambda-Kalkül, vielleicht auch die Go-To-Programme, die alle Turing-äquivalent sind. Es gibt andere Berechnungsmodelle wie die Vorschleifen, die strikt schwächer sind. Wir müssen also, um hinreichend mächtig zu sein, insbesondere den Maschinen erlauben, potenziell unendlich lange weiterzurechnen, statt mit Sicherheit immer nach einer bestimmten Anzahl an Rechnungen zu enden. Weil diese verschiedenen Berechnungsmodelle alle äquivalent sind miteinander, hat sich diese Church-Turing-These etabliert, dass es vermutlich auch keine anderen Berechnungsmodelle mehr gibt, die nochmal strikt anders sind und wirklich mehr können als die Turing-Maschinen. Wir müssen also zufrieden sein mit dem, was die Turing-Maschinen können und auch akzeptieren, dass sie einiges nicht können. Wir haben ganz viele negative Beispiele kennengelernt von nicht entscheidbaren Fragen, wie zum Beispiel nach dem Theorem von Reis.
Damit sind wir am Ende der Berechenbarkeitstheorie. Am Donnerstag fangen wir an mit dem letzten Teil der Vorlesung, der Komplexität. Und da wartet auf Sie wieder so eine Vorlesung wie am Anfang der Berechenbarkeitstheorie, wo wir ein paar Konzepte aus der Mathematik wiederholen. So wie wir da am Anfang die Abzählbarkeit und Überabzählbarkeit wiederholt haben, werden wir jetzt am Donnerstag nochmal die Landau-Notation uns wieder zu Gemüte führen und dann direkt von da anfangen mit der Frage danach, wie lange eigentlich eine Turing-Maschine braucht, um bestimmte Arten von Rechnungen effizient durchzuführen. Dankeschön, bis Donnerstag.